Der Meister Eder hat seinem kleinen Kobold Pumuckl versprochen, dass sie einmal gemeinsam in den Tierpark gehen. Aber immer ist etwas dazwischen gekommen. Doch eines Tages, es war ein Wochentag, machte er das Versprechen wahr. Warum gerade an einem Wochentag? Ganz einfach. Weil da nur wenige Menschen im Tierpark sind und so der Pumuckl für den Meister Eder immer wieder, wenn sie gerade allein sind, sichtbar werden kann. Und das ist wichtig, denn der Schreinermeister muss doch ab und zu sehen können, ob der Pumuckl noch da ist. Und außerdem ist es ja viel angenehmer, wenn sich die beiden unterhalten können, ohne dass herumstehende Leute den Meister Eder für verrückt halten. Natürlich hat der Herr Eder, noch bevor sie von zu Hause weggingen, dem Pumuckl genaue Anweisungen gegeben. Also, du weißt, dass es harmlose Tiere gibt und gefährliche. Ja, sehr harmlos. Die Löwen zum Beispiel, die kennen kein Pardon. Spring mir ja nicht in einen Löwenkäfig, um so einen Burschen zu streicheln. Der macht Schnapp und du bist weg. Aber noch nie ist ein Klabauter zu einem dummen, bösen Löwen in einen Käfig gegangen. Ah, dann ist gut. Und dass du mir nirgends hängen bleibst. Ja. Gib Acht auf alle Haken und so Zeug. Du weißt, sonst wirst du für alle Menschen sichtbar und musst dort bleiben, wo du hängen geblieben bist. Also, du musst mir doch meine eigenen Koboldsgesetze nicht erzählen. Doch. Weißt du, ich bin nämlich einmal bei dir hängen geblieben und sonst nie mehr wieder. Der Pumuckl ist doch nicht dumm. Gib lieber du Acht, dass dich kein Löwe beißt. Ja, ich geh schon jetzt so nach hin. Weißt du was? Wir gehen überhaupt nur zu den ganz kleinen Käfigen hin, mit den ganz, ganz kleinen, ganz, ganz harmlosen Tieren. Nun ja, das braucht's auch nicht. Nur eins musst mir versprechen. Ja, das verspreche ich. Du gehst keinen Schritt von mir weg. Was? Wann ist nicht erlaubt? Was? Nicht einen einzigen Schritt? Ja. Das ist aber sehr nah. Naja, du weißt schon, wie ich's mein. Also, ausgemacht. Also ausgemacht. Ja. Bei den gefährlichen Tieren gehe ich nicht nur keinen Schritt weg, sondern noch einen Schritt näher zu dir hin. Gut. Am besten vielleicht gleich in deine Manteltasche, ja? Ja, am besten. Also, dann können wir jetzt gehen. Ja, dann können wir jetzt gehen. Komm, Pumuckl. Es war sehr aufregend für den Pumuckl. Beim Betreten des Tierparks zog er zunächst vor, in der Tasche sitzen zu bleiben. Aber als sie dann an den Rehen, Hirschen, Gämsen, an den Zebras und Wasserreihern vorbeikamen, war seine Angst weg und sein Entzücken groß. Erst wieder bei den Giraffen schielte der Pumuckl nach Meister Eders Manteltasche. Die haben aber so lange Hälse, diese Affen, diese Giraffen, dass man weit weggehen muss, damit sie einen nicht fressen. Aber geht so. Die haben die langen Hälse bloß, damit sie die Blätter von den Bäumen fressen können. Die sind ganz harmlos. Nein. Also mit einem so langen Hals, da kann man gar nicht harmlos aber sein. Schon deshalb nicht, weil man mit so einem langen Hals überall hinschauen kann. Na ja, das ist doch weiter nichts Schlimmes. Das ist weiter nichts Schlimmes. Nein. Also bitte, stell dir mal vor, du liegst in deinem Bett im ersten Stock und da kommt plötzlich ein Kopf zum Fenster herein. Mhm. Ein Kopf von einer Giraffe. Möchte ich wissen, ob das nicht schlimm ist. Es wäre jedenfalls einmal eine Abwechslung. Und wenn sie dir alle Blumen vom ersten Stockfensterbrett wegfressen? Naja, das ist doch auch nicht das Ärgste. Also wenn ich deine Geranien fressen würde, dann wäre das schon sehr das Schlimmste. Ja. Es ist nur schade, dass ich keine Geranien mag. Außerdem ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Giraffen in der Stadt spazieren gehen. Die sind ja gut eingesperrt. Ja, aber es könnte ja mal sein, dass eine Giraffe auskommt und dann in der Stadt spazieren geht. Und dann, da weißt du, da musst du mir das aber sofort sagen. Ja, nachher machen wir im ersten Stock gleich die Fenster zu. Nein. Wir schlafen parterre in der Werkstatt. Okay. Da sehen wir nämlich dann nur den Bauch von der Giraffe. Und da wissen wir gar nicht, dass sie so einen schrecklich langen Hals hat. Viel wohler fühlte sich der Pumuckl bei den vielen Käfigen mit den Meerschweinchen. Die kleinen Nagetiere gab es in allen Farbschattierungen, von weiß über braun bis schwarz und gefleckt. Nur leider waren die Käfige so übereinander gebaut, dass der Pumuckl nicht in alle hineingucken konnte. Der Meister Eder musste ihn auf seine Hand setzen und überall reinschauen lassen. Ui, da, da
oben. Da oben ist das schönste Meerschweinchen von der ganzen großen Welt. Ja, schön. Ja, überall ist es weiß. Du kannst es ja gar nicht sehen. Doch. Überall ist es weiß und die Augen sind rot. Ja. Und das Schnäuzchen ist rosa. Ich will auch so ein Meerschweinchen haben. Was? Psst, komm mal her, Mary Schweini, komm mal her, ich will dein Schnäuzchen streicheln. Es kommt, ich habe das Schnäuzchen mit einem Finger gestreichelt und das Meerschweinchen lacht und es freut sich genauso. Schon, ist schon recht, aber jetzt ist genügend. Nein, ich will aber das nicht mehr. Aber jetzt werd nicht ungemütlich, gell? Komm. Gehen wir zu den Rhinozerosse. Ich mag keine Rhinozerosse. Ich mag nur Schweinchen. Ah, dann gehen wir zu den Affen. Nein, Schweinchen. Du, die sind viel komischer als die Meerschweinchen. Ich mag aber komische Tierchen nicht. Also wenn du nichts sehen willst, dann hätten wir auch daheim bleiben können. Nein, das hätten wir eben nicht können, weil wir ja daheim überhaupt kein einziges kleines Meerschweinchen mit so einem schönen Schnäuzchen und so roten Augen und so weiß haben. Ja, und auch keins haben werden. Schließlich setzte sich der Meister Eder doch durch und sie konnten weitergehen. Wenn er allerdings geahnt hätte, wie viel Aufregung ihm noch wegen Pumuckls Vorliebe für Meerschweinchen bevorstand, wäre er wahrscheinlich länger dort stehen geblieben. So also gingen sie zu den Affen und zu den Löwen, guckten den Eisbären und Seehunden bei ihren Wasserspielen zu. An die Meerschweinchen dachte er schon gar nicht mehr. Er sagte, Pumuckl, jetzt schauen wir noch die kleinen Bergziegen an, so viel ich weiß. Gibt's da so eine Zwergart? Die wäre nicht viel größer als du bist. Nicht viel größer als ich? Ja, und dann machen wir eine Pause, weil mir jetzt die Füße wehtun. Nein, ich will aber keine Pause machen. Da schau, da sind's ja, die kleinen Ziegen. Ui, die kleinen, wie heißen die kleinen? Bergziegen. Bergziegen. Du, ja. Wenn denen die Füße wehtun, dann haben sie es aber viel schlimmer als du, weil ihnen ja viel mehr Füße wehtun als dir. Ah, allerdings. Sag mal, zu was haben die eigentlich so kleine Hörnchen auf dem Kopf? Nein, ich weiß nicht. Ach, zum Kämpfen vielleicht. Ach, nein, ich weiß es. Zum dran einhalten. Aber wer soll sie denn da dran einhalten? Der Pumuckl. Weißt du, der Pumuckl, wenn er darauf reitet. Was? Alle Klabautermänner. Doch, ich kann. Alle Klabautermänner reiten auf Ziegen, weil sie so kleine Hörner haben. Was? Ja, hab wo man sich richtig fest einhalten kann. Viel fester als an den Ohren von einem Pferd. Du, halt mal bitte. Hier, diese kleine Ziege da fest. Ja, die. Ja, also von mir aus, solange kein Wärter her schaut, darfst drauf reiten. Ja. Ui, die hat aber eine sehr lustige Sprache, so eine kleine Ziege. Merkst du, wer auf dir reitet? Eda, hey, Sie, Herr, was machen Sie denn da? Ich streichle bloß die Ziege da. Streicheln? Sie halten es ja fest, als wollten Sie es behalten. Na, ich lasse ja schon aus. Oje, jetzt ist er wahrscheinlich runtergefallen. Was sagen Sie da? Wer ist runtergefallen? Niemand. Pumuckl, komm, geh mal, komm weiter, Pumuckl. Der Meister Eder ging mit seinem vergnügt vor sich hin meckernden Pumuckl in das Tierparkrestaurant. Nicht nur, dass er weidlich müde war, er war auch recht durstig geworden. Er bestellte ein Bier. Und man konnte bei ganz genauem Hinsehen merken, dass das Bier auch weniger wurde, wenn der Meister Eder gar nicht davon trank. Dem Pumuckl wurde das Stillsein aber bald recht langweilig. Und die Vorstellung, weiter herumzuspazieren und schließlich doch noch mal zu dem Meerschweinchen zu kommen, wurde immer verlockender. So beschloss der Pumuckl, auf Herrn Eders Schultern zu klettern und ihm ins Ohr zu flüstern, dass sie jetzt endlich hier weggehen sollten. Da merkte der kleine Kobold, dass der Meister Eder am Tisch eingenickt war. Er überlegte eine Weile, dann flüsterte er vorsichtig. Hallo, nicht schlafen! Dem Pumuckl ist es langweilig! Du, hallo! Also entweder wir gehen jetzt oder ich gehe alleine. Jawohl. Hallo. Also wenn du nicht gleich sagst, dass wir hier weggehen, dann glaube ich, dass du mir erlaubst, dass ich ein bisschen alleine, also nur bis zu den Meerschweinchen vielleicht. Erlaubst du es?
also gut. Wenn du nichts sagst, dann darf ich. Und dann darfst du auch noch ganz, ganz lange schlafen. Ich komme dann schon gleich wieder her. Ja, also viel Wiedersehen. Wiedersehen. Aber Meister Eders Kopf sank nur noch ein wenig tiefer herunter. Und da beschloss der Kobold, genau das zu tun, was ihm verboten worden war. Einfach wegzulaufen. Anfangs guckte der Pumuckl noch ein paar Mal um, aber dann hüpfte er vergnügt drauf los. Und zunächst war es auch recht vergnüglich. Er kam nämlich gerade bei den Papageien vorbei, als zwei gesetzte Damen vor so einem bunten Vogel standen und den unbedingt dazu bewegen wollten, Lorchen zu sagen. Da konnte es der Pumuckl natürlich nicht unterlassen, sich einen seiner Koboldspäße zu leisten. Wer wird denn so hässlich kreischen? Lorchen, sag mal schön deinen Namen. Lorchen. Alle Papageien sagen Lorchen. 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 Ich weiß bestimmt, dass einige von diesen Papageien reden können. Einer soll sogar guten Morgen sagen können. Ja, ja. Das möchte ich aber gern hören. Ich habe noch nie einen Papagei reden hören. Das ist nur eine Frage der Geduld, Tätchen, weißt du? Man muss es ihnen nur eine Zeit lang vorsprechen. Wir haben ja Zeit, Röschen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Hast du das gehört? Ja, nein, sowas. Guten Abend, Lorchen. Wie geht es denn dem Lorchen? Wie geht es denn dem Lorchen-Papagei? Ich beiße gleich. Hm? Entzücken. Er beißt gleich. Aber Lorchen, du wirst uns doch nicht beißen. Das tut doch so ein schöner Vogel nicht. Edge, wir kommen mit unserem Finger schon gar nicht so nah an dich heran. In den Fuß. Das geht nicht. Du bist ja hier oben auf deiner Stange fest. Au. Was ist denn? Er hat mich tatsächlich in den Fuß gezwickt. Also hör mal, Till, das ist doch unmöglich. Ein Vogel, der da oben sitzt, der kann ich doch nicht da unten in den Fuß beißen. Er hat es aber... Oh, also Tilde, jetzt mach mich nicht rasend. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mit dir die Fantasie durchgeht. Ich weiß selbst nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Jetzt lacht er auch noch. Der Vogel lacht kein bisschen. Vögel können nicht lachen, Tilde. Also du tust, als wüsstest du immer alles. Nichts weißt du. Vögel lachen eben doch. Bitte, da hörst du's. Er hat dir deutlich geantwortet. Tilde, Papageien antworten nie. Sie können nicht antworten. Sie können nur nachplappern. Ha, war das dann etwa keine Antwort? Das war Zufall. Hey! Sie, Wärter, bitte kommen Sie mal schnell. Ja, sind's vielleicht zwickt worden? Man darf nicht zu nah hinkommen, die Papageien haben scharfe Schnäbel. In den Fuß hat er mich gezwickt. Also, Tilde. Ja. Ja, wie sind Sie denn mit dem Fuß da raufgekommen? Ach, meine Schwester hat eine etwas rege Fantasie. Aber sagen Sie, wie viele Sätze kann dieser Papagei sprechen? Der da, gar keine. Oh, er hat aber gesagt, ich beiße in den Fuß. Der da? Ja. Unmöglich. Sagen Sie... Kann ein Vogel lachen? Ja, mei, es kommt halt drauf an, wer vor ihm steht. Ha, also ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Tilde, komm, wir gehen. Also, ja, wirklich, aber... Also, so ein frecher Herr. Und nichts für ungut, meine Damen. Hm. Wer hat jetzt da eigentlich auf Wiedersehen gesagt? Der Pumuckl war es natürlich und kein anderer. Und nach diesem vergnüglichen Zwischenspiel ist er schnurstracks zu dem Meerschweinchen gelaufen. Aber dort hörte es auf, vergnüglich zu sein. Der kleine Kobold türmte nämlich an den Käfigen hoch, unsichtbar natürlich, um ganz oben zu dem weißen Meerschweinchen mit dem rosaroten Schnäuzchen zu kommen. Und das gelang ihm auch. Er brachte auch noch das Stalltürchen auf, um an das Meerschweinchen heranzukommen und es streicheln zu können. Aber als er das Türchen hinter sich zuzog, blieb er mit dem Jackenzipfel an einem herausstehenden Draht hängen. Und zwar so ungeschickt, dass alles Zerren und Ziehen nichts half. Der Pumuckl hing fest. Ich will weg da! Ich will weg! 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 Das geht nicht! Oh, oh, oh! Ich will weg da! Wenn ich sichtbar werde, dann oh, oh! Ich will mit dir darüber überhaupt nicht mehr sprechen. Zu der Sache ist ja auch alles gesagt. Gehen wir zu den Meerschweinchen rüber. Ich werde sichtbar.
Ich spür's. Nein, da gehe ich nicht hin. Ich schaue mir jetzt lieber da drüben die Affen an. Ach, ich mag Affen gar nicht. Aber bitte, du sollst nicht sagen, dass ich nicht auch deinen Vorschlägen folge. Bitte, bitte, bitte. Oh, oh, das ist noch mal gut gegangen. Was mache ich nur? Das schnuppert nur nicht so an mir herum, du Meerschweinchen. Ich werde gleich wieder unsichtbar, wenn diese Damen ganz weg sind. Gleich ist's aus mit der Schnupperei. So, jetzt streichle ich dich ein bisschen und dann musst du mir dein Gras hier leihen. Weißt du, wenn Leute vorbeikommen, dann muss ich mich nämlich verstecken. Nein, nicht! Du sollst von dem nicht fressen, sonst reicht's mir nachher nicht mehr zum Zudecken. Oh, lieber Meister Eder, such mich doch bitte ganz, ganz schnell, noch bevor mich andere Leute sehen können und mach mich los, sonst muss ich bei den anderen Leuten bleiben und ich will doch bei dir bleiben. Der Pumuckl befand sich wirklich in einer verzweifelten Lage. Er war so dumm hängen geblieben, dass er sich kaum rühren konnte. Er versuchte mühsam, alles, was an Kohlblättern und Heu herumlag und für ihn erreichbar war, zwischen sich und das Stalltürchen zu stopfen, damit er von außen nicht gesehen werden konnte. Der eingezwickte Rockzipfel allerdings blieb für einen aufmerksamen Beobachter doch sichtbar. Der Meister Eder war kurz nach Pumuckls Verschwinden aus seinem Schlaf hochgefahren. Er griff nach seiner Rocktasche und sie war leer. Hilfesuchend sah er sich um. War der Pumuckl vielleicht auf einem der Stühle neben ihm? Pumuckl! Pumuckl! Bist du da? Komm, gib eine Antwort. Ich kann dich doch hier nicht sehen. Pumuckl! Herrschaftszeiten! Wie hat denn jetzt das sein können, dass ich einschlaf? Pumuckl! Wenn ich nur wisst, wie ich dahinter komm, ob er da ist oder nicht. Fräulein! Erzählen! Ja, wird doch nicht weglaufen sein. Hab ihm doch extra gesagt, dass er das da nicht darf. Ja, sowas blöds. Pumuckl! Pumuckl! Was suchen Sie denn? Haben Sie einen Hund dabei gehabt? Nein, kein Hund. Aber sagen Sie, Fräulein, ist hier inzwischen irgendwas Seltsames passiert? Da? Na, was soll denn passiert sein? Ja, wissen Sie, dass plötzlich irgendwas runterfällt, ohne dass wer dran hinkommt oder sowas. Na, wir sind im Tierpark und nicht im Geisterschloss, Herr. Na schon, aber zwickt hat sie auch niemand. Also jetzt wär's nicht komisch, ja? Das mag ich nicht. 2,80 Mark macht's. Ah, nix für ungut, Fräulein. Doch, geben's mal auf 3 Mark raus. Der Meister Eder ging schnell weg und hoffte, dass er, wenn kein Mensch ihn sehen würde. Aber er irrte sich. Er überlegte, vielleicht ritt der Pumuckl inzwischen auf einer der kleinen Bergziegen. Der Meister Eder ging also zu den Bergziegen. Pumuckl, bist du da? Was haben Sie gesagt? Ich meine, ob alle Ziegen noch da sind. Warum sollten die nicht da sein? Sagen Sie, ist irgendwas Komisches da bei Ihren Ziegen passiert? Warum? Was soll denn passiert sein? Ich meine, dass eine vielleicht davon so komisch herumgesprungen ist. Ja, nicht komischer als sonst. Sie, Herr Tierwärter, ich hätte bitte, ja? Könnten Sie nicht ein bisschen weggehen von da und mir ein bisschen mit den Ziegen allein lassen? Nein, das kann ich nicht. Ich tue den Ziegen ganz bestimmt nichts. Ich kann nur etwas besser sehen, wenn Sie weg sind, Herr Tierwärter, wissen Sie? Was können Sie besser sehen, wenn ich weg bin? Ja, ich habe was verloren vorhin. Ich glaube, da bei den Ziegen... Was haben Sie denn verloren? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Pumuckl, wenn du da bist, dann komm jetzt, bittchen. Pumuckl, komm. Der Meister Eder ging schnell weg. Wo sollte er den Pumuckl suchen? In den Gehegen, wo keine Tierparkbesucher standen, war kein Kobold zu sehen. Und wo Leute standen, konnte er ihn ja nicht sehen. Er lief im Sturmschritt von Gehege zu Gehege. Schließlich kam er zu den Affen. Bei den Affen, da könnte der Pumuckl sein, dachte er, und hoffte, dass ihm nicht die Anwesenheit eines Menschen das Sichtbarwerden des Pumuckls vereiteln würde. Doch die Hoffnung war vergeblich. Es standen nämlich die beiden Schwestern vor den Käfigen. Entschuldigen, die Damen. Ja, bitte. Sind Sie schon länger da? Nein, wir sind eben erst hierher gekommen. Aha.
dann bleiben Sie auch noch länger da. Warum? Also ich an Ihrer Stelle würde mir lieber die Papageis anschauen. Na, also alles nur das nicht mehr. Also wissen Sie, was mir da passiert? Also Sie, bitte. Nein, ja, ich wollte ja nur erzählen, was der Papagei alles gesagt hat. Guten Abend, hat er gesagt. Und auf Wiedersehen. Ja, ja, sowas können die Viecher schon sagen. Aber sagen Sie, bei den Affen ist Ihnen da nichts Seltsames aufgefallen? Also komm, Tilly, wir gehen. Ich beiße gleich, hat er gesagt. Stellen Sie sich das vor. Sowas. Was hat er gesagt? Ich beiße in den Fuß, hat er gesagt. Und gekichert hat er. Tilly, er hat das war gekichert. Er. Doch. Das war er. Jetzt weiß ich, wo er ist. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ein seltsamer Herr, dieser Herr. Du bist seltsam, Tilly, ich muss schon sagen. Der Pumuckl war ganz verzweifelt. Denn jetzt kam eine Mutter mit ihrem Töchterchen auf dem Meerschweinchenkäfige zu. Der Pumuckl fing regelrecht zu zittern an. Meerschweinchen, bitte, 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 bitte knabbere jetzt nicht ausgerechnet an dem Kohlblatt, das mich zudeckt. Hier, da hast du was anderes. Schau, friss schön das da. Ja, 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 schnuppere nur, aber komm nicht mit deinem Bart an meine Nase. Bitte, bitte nicht. Mutti, komm, das sind Meerschweinchen. Ich will die Meerschweinchen sehen. Ja, ja, Inge, wir gehen doch überall hin und du kannst dir in Ruhe alles ansehen. Ach, in Ruhe auch noch. Der Meister Eder aber stand vor dem Papageien. Und wieder hatte er Pech. Der Wärter füllte gerade die Fressnäpfe auf. Und der Herr Eder konnte nicht sehen, ob der Pumuckl da war oder nicht. Pumuckl. Pumuckl. Pumuckl! Nein, Lore heißt der Papagei. So, Pumuckl, wenn du da bist, komm mit, bitteschön. Was meinen Sie? Pumuckl, sag was. Ganz wurscht was. Und wenn jetzt der Wärter in Ohnmacht fallen sollt, tu mir den Gefallen und red was. Sehen's, jetzt hat er Ihnen den Gefallen getan und hat was geredet. Auch wenn der Papagei Lore heißt und nicht Pumuckl oder wie Sie ihn nennen. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als auch da wieder wegzugehen. Denn dieses Auf Wiedersehen war einwandfrei nicht der Pumuckl. Er überlegte, wo war er denn noch nicht gewesen? Und jetzt erst fielen ihm die Meerschweinchen ein. Richtig, die Meerschweinchen hatten den kleinen Kobold ja eigentlich am meisten entzückt. Im Eilmarsch ging der Schreinermeister zu den Meerschweinchen. Als der Pumuckl ihn kommen sah, tat er vor Glück einen Schrei. Und das, obwohl die Inge mit ihrer Mutter ganz in der Nähe standen. Mutti, wer hat denn da geschrien? Das weiß ich nicht. Schreien so Meerschweinchen? Aber nein. Mutti, ich kann die oberen Meerschweinchen nicht sehen. Entschuldigung, hat da wer geschrien? Ja, irgendein Tier, aber nichts Aufregendes. Mutti, schau mal da oben. Nicht nach oben schauen lassen. Ich bin sichtbar. Um Himmels Willen. Was ist denn dort oben? Ein Meerschweinchen mit ganz langen Haaren. Ich bin hier oben hinter dem Kohlblatt versteckt, aber den Jackenzipfel kann man sehen. Mutti, du musst dich hochheben. Ich will ganz oben reinsehen. Du, die Meerschweine da unten sind viel schöner als die da oben. Schau mal das da an. Du siehst ja auch die da oben an. Na, na. Mutti, heb mich hoch. Mei, du bist ja der Mutti schon viel zu schwer. Du, die Affen da drüben musst anschauen. Die sind lustig. Nein, nein, die Affen mag meine Inge gar nicht. Ja, dann die Papageien. Du, da ist einer dabei, weißt, was der sagt? Auf Wiedersehen, sagt er. Und ich beiß die gleich, sagt er. Mutti, schau da! Was? Schrei doch nicht so. Der Herr ist jetzt ordentlich zusammengefahren. Entschuldigen Sie bitte. Bitte sehr. Komm, Inge, jetzt gehen wir zu den Papageien, von denen der Herr erzählt hat. Ja, ja, da gehen Sie hin. Und recht viel Spaß, gell? Recht viel Spaß wünsche ich noch. Dankeschön. Mutti, schau! Ja, ja, wir schauen alles an. Sind ja so viele Tiere da. Gehen wir auch zu den Häschen? Zu den Häschen gehen wir auch. Mach mich schnell los, schnell, schnell! Ja, ich bin ja schon dabei. So, Dala, ja. Ah, das ist noch mal gut gegangen. Oh, das war ganz schrecklich. Weißt du, ich wollte ja nur... Du wolltest nur einmal wieder nicht folgen. Was ich für eine Aufregung gehabt habe. Also ich sag dir... Also, sag bitte gar nichts. Ich weiß alles ganz genau, was du sagst. Und du hast ja auch ganz schrecklich recht. Und ich lauf auch nie mehr davon. Naja, dann hast du wenigstens was nicht aus der Geschichte gelernt. Das habe ich sehr gut gelernt sogar. Jawohl. Und viel mehr gelernt. Was mehr gelernt? Pass mal auf, was ich alles gelernt habe. Das habe ich gelernt.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen und auf Wiedersehen. Das habe ich auch gelernt. Und dann habe ich, Sei still. Die Leute schauen schon her. Ja, die dürfen ja herschauen. Jetzt bin ich ja wieder ganz wunderschön unsichtbar. Sagt mal, Kinder, freut ihr euch auch so wie der Pumuckl über jede Blume, die aus der Erde herausspitzt? Ja, so viel Unsinn und Narretei der kleine Kerl im Kopf hat, bei Blumen, da kennt er keinen Spaß. Kein Wunder, denn so ein Kobold ist ja im tiefsten ein rechtes Naturwesen, so ein bisschen auch verwandt mit Elfen und anderen Naturgeistern. Und weil das so ist, gibt's jetzt für den Pumuckl ein großes Glück. Das kleine Beet, das sich der alte Hausmeister im Hof vom Nebenhaus angelegt hat. Das Beet ist 2 Meter lang vielleicht und 1 Meter breit. Es liegt an einer ganz geschützten sonnigen Stelle und wenn die Nächte kalt werden, dann deckt der alte Mann sorgfältig seinen kleinen Garten mit einer durchsichtigen Kunststoffdecke ab. Und der Erfolg ist, dass jetzt 3 herrliche brandrote Tulpen zu blühen begonnen haben. Der Pumuckl, der jeden Tag nachschaut, hat natürlich die 3 Tulpen sofort dem Meister Eder gemeldet. Du, das muss ich dir erzählen. Was also denn? Die Köpfe von den Tulpen, die sind so groß und so rot wie es gibt überhaupt nichts, was so rot ist. Nicht mal du bist so rot, wenn du zornig bist. Ja, dann müssen so schon ganz narrisch rot sein. Ja, du musst unbedingt mal rübergehen und sie anschauen. Das musst du unbedingt machen. Nein. Ich kann jetzt nicht mitten in der Arbeit aufhören und dann übergehen. Außerdem sieht das so neugierig aus. Das macht doch nichts. Neugierig sein ist ja nichts Böses. Na, ich weiß nicht, das ist... Wenn man die Tulpen sieht, dann wird es einem so schön da drin. Wo drin? Ja, da im Hals oder im Bauch. Okay. Ich weiß es nicht so genau. Und, weißt du, man sieht den ganzen Tag rot. So? Ja, wenn man die Augen zumacht. Und wenn man... Ob ich mir das gerade wünsche, dass ich den ganzen Tag lang rot sehe, ich weiß nicht. Weißt du, du bist dumm. Was? Was? Dumm, wenn du Blumen nicht anschauen magst. Wäre mir nicht gleich so böse. Ich mag's ja anschauen. Ich geh noch ranüber. Ja, und ich geh mit und jetzt mache ich das schönste Gedicht, das ich überhaupt je in meinem ganzen Pumuckl-Leben gemacht habe. Nämlich ein Tulpengedicht. Jawohl, das muss man dann mit einer ganz fabelhaften Stimme sagen. So? Also ungefähr so. Ja, also. Bitte sei mal still jetzt. Also lass her. Bitte sei mal still und lass mich jetzt ein Tulpengedicht sagen. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer wie Feuer, ich hab's, rot wie Feuer. Feuer ist das röteste Rot, das es gibt. Also jetzt nochmal. Wenn die Tulpen blühen und wie Feuer glühen, dann glüht es in mir auch, vom Halse bis zum Bauch. Das ist ein sehr schönes, das ist eines der allerschönsten roten Tulpengedichte, die je überhaupt irgendjemand gemacht hat. Der Meister Eder war über diese Begeisterung so gerührt, dass er mittags auch gleich mit dem Pumuckl in den Hof übergegangen ist. Aber könnt ihr euch die Gesichter von den beiden vorstellen, als von den 3 Tulpen überhaupt keine mehr da war? Leer war die Stelle. Ja, aber die waren doch heute früh noch da, ganz bestimmt. Ja. Und jetzt sind sie weg. Oh, du hast sie gar nicht gesehen. Psst, wenn dich jemand hört. Aber wie nett das Beet daherkriegt ist. Mit so viel Liebe schon. Aber die Tulpen sind weg. Na ja, tröst dich. Da kommt ja noch allerhand anders raus, was aber da meine was Tulpen, alles wächst. Meine schönen Tulpen, wo ich mich doch so gefreut habe. Weißt du, ich könnte vor Zorn, was ich alles könnte. Du bist denn gleich stark. Da kommt der Hausmeister. Komm, wir laufen schnell weg. Na, das wäre ja komisch. Herr Eder, grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß Gott, Herr Holzleitner. Gerade schaue ich mir Ihren Garten da an. So. Nett haben Sie ihn angelegt. Gell? So ein bisschen ein Garten ist eine richtige Freude in unsere trostlosen Hinterhöfe. Mein Herr Eder, reden Sie mir nicht von Freude. Die Menschen sind ja so böse. Wieso? Na, schauen's, kaum ist was Schönes da,
müssen sie es kaputt machen. Es könnte einem alles vergehen. Also ich muss schon sagen, wie ich mir den Garten angelegt habe ich mir so etwas nicht gedacht. Ja, aber was ist denn passiert? Ja, Sie wissen doch, da waren schon die schönen Tulpen, nicht ein paar? Ja, eine ganz besondere Prachtsorte, kann ich Ihnen sagen. Rote kauft man nie. Und heute früh waren sie das erste Mal ganz richtig aufgeblüht. Ja, und wie ich 2 Stunden später hinschaue, da waren sie weg, meine Tulpen, rausgerissen. Ach, das ist ja allerhand. Ja. Ja, haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein, Sie wissen doch, Herr Eder, wir haben hier eigentlich lauter nette Leute in unserem Haus. Und alle freuen sich über meinen kleinen Garten und über das Blumenbett. Ich kann mir's wirklich nicht denken, wer es war. Ach, sowas ist aber traurig. Ja, sehr traurig. Und traurig ist das richtige Wort dafür. Ja, da haben Sie recht. Mir ist aber die ganze Freiheit vergangen. Da macht man sich die Arbeit und alle hätten was Schönes zum Anschauen. Und dann müsste man einen Hofhund hinstellen, dass keiner alles kaputt macht. Na ja. Aber so sind es heutzutage die Menschen. Also müssten es aber nicht sein. Ich hoffe, Sie erwischen denjenigen, der es war. Ich glaub's nicht, dass ich ihn erwische, Eder. Und wen? Jetzt ist schon geschehen. Ja, da haben Sie recht. Jetzt sind die Blumen schon ausgerissen. Ja, da sind also der Meister Eder und sein Pumuckl wieder heimgewandert. Aber kaum daheim hat der Pumuckl seinem ganzen Zorn freien Lauf gelassen. Ui, 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 wenn ich den erwische, wenn ich den erwische, dann reiße ich ihm alle Haare aus. Aber Pumuckl... Ach, geh. Und dann weißt du, was ich dann mache? Dann schütte ich ihm alles aus, was er in die Hand nimmt. Und dann werde ich ihm... Ja, ja, wenn du ihn erwischt, aber du hast ihn noch nicht. Ich werde ihn erwischen. Na. Und du musst mir sofort denken helfen. Gib mal Acht, setz dich jetzt mal bitte hier in diesen Stuhl. Ja, ich habe eigentlich jetzt gar keine Zeit zum Hersitzen. Du sollst dir ja auch gar keine Zeit zum Dahersitzen, sondern zum Daherdenken. Also gut, dann setz so, ich mich. So, ja. So, und jetzt sitze ich auch. Ja. So, und jetzt denken wir beide daher. Ja, also komm, so mach den Finger an die Stirn. So, ja. So, also, welche Menschen stehlen Tulpen? Welche Menschen? Sicher haben Tulpendiebe lange Nasen. Was? Und eine Warze da. Und was? Na, Pumuckl, Diebe kennt man nicht am Gesicht. Was? Diebe muss man erwischen. Aha, jetzt hab ich's. Dann sind Diebe also Leute, die sehr schnell laufen. Ich kann noch viel schneller laufen. Okay. Und ich will jetzt gleich auf die Straße schauen, ob ich jemand schnell laufen sehe. Na, Pumuckl, das nützt nix. Bei der Tat muss man's erwischen. Aber wenn Sie aber doch die Tat schon getatet haben. Ja, mei, ich weiß nicht, wer sowas tun könnte. Also da hilft alles Denken nichts. Also kennst du denn nicht irgendeinen einzigen Dieb? Nein. Weißt du einen, bei dem man nachschauen könnte, ob er vielleicht die Tulpen hat? Na, leider. Das heißt, Gott sei Dank, weißt, die Tulpen kann irgendjemand gestohlen haben, ein ganzer Fremder, der zufällig in den Hof gekommen ist. Also das ist doch, aber reißt man denn Blumen ab, wenn man nur so zufällig wohin kommt? Im Allgemeinen nicht, aber es könnte doch so sein. Wenn man zufällig wohin kommt, dann weiß man doch gar nicht, wer einem zufällig alles zuschaut. Ja, nicht? Und dann lässt man doch lieber die Tulpen stehen. Und wenn man aber weiß... Ah, jetzt weiß ich's. Was denn? Wenn man was weißt aber du? Weiß, dass der Hausmeister nicht zu Hause ist, nicht zu Hause ist, dann, also ich glaube, es ist jemand, der ganz und gar nicht fremd ist. Aber von den Leuten im Haus sagt der Hausmeister, dass sie alle nett sind. Und von den Leuten im Haus tut's auch keiner, wieso? Weil ihn jeder kennt, wenn er mit den Blumen in der Hand die Treppen raufgeht. Ja, in der Hand. Und wenn er die Blumen aber gar nicht in der Hand hat, sondern in einer Tasche? Ja, dann war er wahrscheinlich eine Frau. Denn Männer haben keine so großen Taschen. Oi. Wenn es eine Frau ist, dann lasse ich ihr alle Maschen an allen Strümpfen laufen. 3 Wochen lang. Jawohl, das werde ich machen. Dadurch werden die Tulpen auch nicht mehr zurückversetzt. Dem Hausmeister nützt es überhaupt gar nichts. Nein, dem Hausmeister nicht, aber meinem Zorn nützt es was. Rache! 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 Ah.
Pumuckl, das mit der Rache ist ein Schmarrn. Ich hab nix gegen einen Denkzettel, aber... Wenn die Frau das getan hat, dann werde ich diese... Es ist ja noch gar nicht heraus, dass es eine Frau ist. Wieso nicht? Kann genauso gut ein Kind gewesen sein. Die denken sich da oft gar nichts dabei. Wenn es ein Kind war, dann... Warte mal, dann werde ich ihm seine allerliebste Puppe verschleppen. Oder seine liebste Lokomotive. Das hat alles keinen Sinn. Hören wir's denken auf und arbeiten wir lieber. Ja, bitte, dann hör du nur zu denken auf. Ich nicht. Ich denke. Jawohl, ich denke. Und wenn mir der Kopf platzt dabei... Wie er ewig schaut. Ich mach jetzt weiter. Mach du nur weiter. Ich suche inzwischen weiter. Ich suche die ganze Stadt aus. Der Pumuckl ist finster entschlossen auf und davon gesaust. Und um seinen Zorn noch einmal für das Unternehmen so richtig aufzuladen, ist er zuerst noch rübergesaust zu dem geplünderten Gärtchen. Und da hat er sich auf einen Stein gesetzt und scharf nachgedacht. Während er so dasaß, ist die Caroline in den Hof gekommen und hat zum Fenster vom Fritz hinaufgerufen. Fritz! Was ist? Kommst du runter? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Weil wir Geburtstag feiern. Hast du Geburtstag? Nein, meine Mutti. Und meine Tante kommt zum Café. Und da muss ich daheim bleiben. Och, das ist ja blöd. Aber komm du doch schnell mal zu mir rauf. Ich zeig dir meinen Goldhamster. Gut, ich komm rauf. Bei dem Wort Geburtstag hat der Pumuckl seine Ohren gespitzt. Dass man sich zum Geburtstag was schenkt, das weiß er inzwischen. Warum nicht Tulpen? Und da dem Pumuckl sowieso beim Nachdenken nichts eingefallen war, ist er hinter der Caroline drein zum Fritz gelaufen. Der Fritz hat seine Freundin in das Zimmer geführt, wo der Geburtstagstisch gedeckt war. Was hast du denn deiner Mutti zum Geburtstag geschenkt, Fritz? Och, ich hab ihr was gebastelt. So eine Schachtel, wo sie ihr Nähzeug und sowas reintun kann. Zeig mal, Fritz. Da steht sie doch, neben den Tulpen. Schön. Die Tulpen sind auch von mir. Toll. Da hat sich deine Mutti bestimmt gefreut. Hat sie auch. Du, schau mein Goldhamster an. Wo? Ach so, schön. Den Käfig hab ich dazu gekriegt. Toll. Geh aber nicht hin. Er ist noch scheu. Lass du den nicht raus? Doch, aber erst wenn er zahm ist. Sonst verkriecht er sich so, dass man ihn nimmer findet. Schad. Mach doch das Gitter auf. Nein, der Käfig bleibt zu. Spaßverderber. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Pumuckl wie ein Karussellpferd um die Tulpen herumgesaust ist? Es waren seine Tulpen. Im ersten Augenblick wollte er schon alles vom Geburtstagstisch herunterwerfen. Aber da ist ihm gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass das ja für die Mutter und nicht für den Fritz eine Strafe wäre. Dann ist er mit einem Satz zum Fritz und zur Caroline. Aber da war gar nichts, wo er seine fürchterliche Rache hätte anbringen können. Und ein bisschen zwicken, das ist doch wahrlich nichts. Da ist der Pumuckl wie aus der Pistole geschossen zum Meister Eder gesaust. Dem musste die richtige Rache einfallen. Was ist denn? Ich hab die Tulpen! Ich hab die Tulpen! Der Flori hat die Tulpen! Oh. Wer hat sie denn nun? Du oder der Flori? Ich hab sie gefunden und der Flori hat sie gestohlen. Was? Zum Geburtstag von seiner Mutter hat er sie gestohlen. Komm, hilf mir schnell nachdenken über eine fürchterliche, schreckliche Rache. Soll ich dem Flori was über seine Schulhefte schütten? Oder soll ich Blätter aus seinen Büchern reißen? Ich will was ganz Schreckliches sollen. Langsam. Erstens einmal kann er die Tulpen auch gekauft haben. Nein, ich kenne ja die Tulpen persönlich. Es sind die Tulpen. Also jetzt muss etwas passieren. Also weiß Pumuckl, davon verspreche ich mir gar nichts. Doch, Rache. Wenn dem Flori solche Sachen passieren, wie du sie vorhast, dann ärgert er sich zwar, aber der kommt doch gar nicht auf die Idee, dass das deswegen passiert ist, weil er die Blumen gestohlen hat. Ja. Wenn dem ein paar Blätter im Buch fehlen, deswegen reißt er das nächste Mal ruhig wieder Blumen ab. Aha. Ja, aber was denn dann? Aufkommen muss er und dann eine richtige Standpauken kriegen. Ja, aber ich kann ihm doch keine Pauke geben. Na, du nicht. Aber du? Ich auch nicht. Ja, wer dann?
Woher soll ich's denn wissen? Das wäre ja komisch. Ja, aber gib mal ja acht, ja. Wenn das wirklich die Tulpen sind, dann hat es abgerissen und nicht abgeschnitten. Das müssen wir unten an die Stiel ganz deutlich sehen. Aha. Hast du hingeschaut? Nein, das geht ja nicht, weil die Stängel sind in einer undurchsichtigen Vase. Ah. Aber, was denn? Ja. Also, du hast nämlich vollkommen recht. Also, ich muss nämlich die Vase... Was musst du? Ich muss die Vase umwerfen und dann fallen die Blumen raus. Ja? Und dann sieht man die Stängel und dann eine schöne Wasserlache ist ja auch da. Und die Mutter sieht es auch. Ich bin schon fort. Vase fällt gleich um. Wiederschauen. Na, das ist aber jetzt schnell gegangen. Fritz! Ja, gleich, Mutti. Ich begleite nur noch die Caroline. Nein, nichts wird da begleitet. Verabschiede dich und komm gleich rein. Also, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Caroline. Auf Wiedersehen, Fritz. Fritz? Ja, gleich, Mutti. Ich begleite nur noch die Caroline. Nein, nichts wird da begleitet. Verabschiede dich und komm gleich rein. Also, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, Caroline. Auf Wiedersehen, Fritz. Fritz, jetzt komm halt schon. Ich bin ja schon da, Mutti. So, du musst dich jetzt umziehen. Ja, Mutti. Tante Helma kommt gleich. Na, die wird staunen über die schönen Geschenke. Mutti, die Vase! Ja, wie ist denn das passiert? Ja, ich bin doch gar nicht hingekommen. Ich auch nicht. Komm, hol schnell den Putzlumpen. Ja. Ach, so eine Bescherung. Ich bin ja nur froh, dass du die Tulpen in keine wertvolle Vase getan hast. Da ist der Lumpen. So, nicht die Scherben anrühren, sonst schneidest du dich. Nein, ich tue nur die Blumen aufheben. Ach, so. Ja, sowas, die schönen Blumen. Naja, ist ja schon wieder gut. Komm, jetzt gib mir die Blumen. Ich tue sie in eine andere Vase. Du, sag einmal, Fritz, hast du die Stängel da unten so ausgefranst? Ausgefranst? Ja, die schauen ja aus, als wären's abgerissen und nicht abgeschnitten. Sag mal, hast du die Tulpen nicht gekauft? Nein, Mutti, ich hab sie gekriegt. Ach so? Ja, von wem denn? Hast du am Ende gar jemand angebettelt? Nein, bestimmt nicht. Na ja, woher sind's denn dann? Vom Hausmeister. Ach, aus dem netten kleinen Garten. Stimmt, ich hab's ja selber gesehen, dass da welche blühen. Ja, und die hat dir der Hausmeister geschenkt? Ja, Mutti. Ja, hast du ihm gesagt, dass ich Geburtstag hab? Ja, Mutti. Also, das finde ich ja zu nett. Da muss ich jetzt gleich runtergehen und mich bedanken. Nein, Mutti, bleib da, das braucht's nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil ich mich schon bedankt hab. Na, aber höre mal. Deswegen muss ich mich doch trotzdem bedanken. Das mache ich jetzt gleich noch, bevor die Tante Helma kommt. Nein, Mutti, der Hausmeister ist jetzt überhaupt gar nicht da. Ja, der ist weggegangen. Du, Fritz, sag einmal, hat dir der Hausmeister die Blumen wirklich gegeben? Ja, Mutti. Fritz, sag die Wahrheit. Hast du sie nicht einfach abgerissen? Mutti, weißt du... Der Hausmeister hätte es mir aber bestimmt zu deinem Geburtstag gegeben. Er war bloß gerade nicht da und da habe ich gedacht... Fritz, du hast überhaupt nichts gedacht. Du hast sie einfach genommen. Aber ich wollte dir doch eine Freude machen, Mutti. Was würdest du jetzt sagen, wenn die Caroline dir deinen Goldhamster wegnehmen würde, um ihrer Mutter damit eine Freude zu machen? Ein Goldhamster ist doch ganz was anderes. Ja, für den einen sind's die Tulpen und für den anderen der Hamster. Für den anderen der Hamster. Ich hab's aber nicht bös gemeint. Siehst du, das glaube ich dir sogar. Aber jetzt... Mutti! Der Goldhamster! Der Goldhamster ist raus! Er ist weg! Ja, er ist weg. Ja, aber der kann doch gar nicht weit sein. Wie ist denn die Käfigtür aufgegangen? Ich weiß nicht, Mutti. Vielleicht ist er zur Wohnungstür raus. Mein Goldhamster! Na ja, komm, die Tür war ja gar nicht offen. Der muss sich hier sicher irgendwo verkrochen haben. Mutti, bitte, hilf mir doch suchen. Ja, komm, also meinetwegen. Unterm Schrank ist er nicht. Und unter der Couch auch nicht. Vielleicht unter... Gib Acht, die Stehlampe, die... Na, so eine mein Bescherung. Jetzt ist die Stehlampe auch noch in Scherben. Fritz, hör jetzt sofort auf, dich wie ein Irrer aufzuführen. In 10 Minuten kommt die Tante Helma. Du bringst mir noch die ganze Wohnung mit deinem Viehzeug durcheinander. Da kann doch nicht weit sein. Komm. Mir ist jetzt wirklich viel wichtiger, dass das mit den Tulpen in Ordnung gebracht wird. Ich will keine gestohlenen Tulpen hier sehen. Aber Mutti, mein Goldhamster. Hier,
Nimm die Tulpen und du gehst jetzt sofort zum Hausmeister. Verstanden? Mutti, mein Goldhamster! Goldhamster, Goldhamster, schön hier hinter dem Sofakissen bleiben. Vielleicht erschrickt dann noch die gute Tante Helma, wenn sie gerade den Geburtstagskuchen isst. Aber jetzt sause ich runter, ob der Flori nicht auch noch vom Hausmeister fürchterlich geschimpft wird. Das will ich doch ganz bestimmt jetzt wissen. Ich muss die Treppe gucken. Grüß Gott, Herr Holzleitner. Grüß Gott. Da sind die Blumen. Ja, Fritz, sind das nicht die Tulpen aus meinem Garten? Ja, Herr Holzleitner, das sind Ihre Tulpen. So. Der Fritz hat's abgerissen, weil er sie mir zum Geburtstag schenken wollte. Na so. Naja, meine Kinder denken da heute ein bisschen wenig. Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, dass es ihm sehr, sehr leid tut. So. Naja, noch ein was. Ja, wenigstens für einen guten Zweck, nicht wahr? Und dann ist es auch nicht so schlimm. Aber abgerissen ist abgerissen, Fritz. Ich will's auch nicht mehr tun. Na, der Fritz tut's ganz bestimmt nimmer, Herr Holzleitner. Aber die Blumen sollen wenigstens bei Ihnen in der Vase stehen, damit Sie wenigstens einen schönen Anblick haben. Nein, also ich nehme die Tulpen auf gar keinen Fall mehr zurück. Jetzt behalten Sie es nur. Und ich wünsche Ihnen nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag heute. Ne? Naja, aber nein. Nein, doch. Es ist schon gut, dass ich wenigstens weiß, wo sie hinkommen sind, nicht wahr? Und das nächste Mal, Fritz, dann sagst du mir, wenn du Blumen brauchst, nicht? Und dann wären wir uns einig, gell? Weil sonst bockert ihr bei den Ohrwascheln. Ja, Herr Holzleitner. Ja, mei, was mache ich denn jetzt? Ja, was? In eine Phase stellen sie so halt die Tulpen und ein bisschen denken sie an den alten Herrn Holzleitner. Na, was ist denn, Fritz? Jetzt hat mich was fürchterlich gezwickt, Mutti. Da im Fuß. Den hat gar nichts im Fuß zwickt. Das ist nur sein schlechtes Gewissen, gell? Das hat dich ein bisschen zwickt, du Hundsbur, du. Dass das nicht das schlechte Gewissen war, sondern der Pumuckl, das ist klar. Bei dem Hausmeister ist er so gar nicht richtig auf seine Rechnung gekommen, auf seine Racherechnung sozusagen. Aber anschließend hatte er noch so einen Kobold-Spaß, dass er wieder ganz versöhnt und lustig wurde. Er ist wieder in die Wohnung rauf und... Aber hören wir lieber dem Pumuckl selber zu, wie er die Geschichte dem Meister Eder erzählt. Ja, also erzähl, was ist denn los? Also, zuerst haben alle... Ja. Was haben Sie gesucht? Zuerst haben alle gesucht. Aha. Und gesucht. Und ich habe immer den Gold. Ich habe immer den Goldhamster festgehalten unterm Sofakissen. Und dann, was? Dann haben sie endlich Kaffee getrunken. Mhm. Und ja. Und dann? Ja, was war denn dann? Und dann habe ich den Goldhamster losgelassen. Ja. Und der ist über die Couch gesaust. Über die Couch gesaust, wie eine Maus. Und direkt auf den Flori zu. Ja. Und der hat die Schokoladentasse umgestoßen. Und die Tante hat so geschrien, so. Und dann... Was war denn dann? Und da war alles durcheinander. Und der Pumuckl war so zufrieden, dass ihm gleich eine ganze Ecke Kuchen geschmeckt hat. Ah. Hat aber in der Aufregung überhaupt keiner gemerkt. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt muss ich sofort schlafen. So satt und so müde bin ich von der vielen, vielen Tulpenarbeit. Hast du eigentlich heute auch so viel gearbeitet wie ich? Was du unter Arbeit verstehst, Pumuckl. Alles, was nützlich ist, ist Arbeit. Da hast du recht. Und es war entsetzlich nützlich. Entsetzlich. Nützlich. Ja, nützlich war das als Lehre für den Fritz bestimmt.
Ich glaube, dass der keine Blumen mehr abreißt und hoffen wir auch kein anderer. Dann wird es nämlich bald wieder herrlich blühen in dem kleinen Garten im Hinterhof.